Eine Fee. Eine Fee will ich natürlich haben. Mach das mal dahin. Ha! Fee in a bottle. Du fängst eine Fee in der Flasche. Super. Freut mich. So, dann würde ich sagen, wollen wir mal. Glaube ich. Hallo, ich bin da, wer noch? Klasse. Nachtschattparasit. Planta Inferna. Planta Inferna? Planta Inferna wahrscheinlich. Okay, Bombe, komm mal her. Werfen. Passt. Hat gut funktioniert. Warte. Bombe zu mir. Und... Shit. So sollte es eigentlich nicht sein. Ja, manchmal lässt sich die Pflanze aber auch da echt viel Zeit, um mich beißen zu wollen. Komm. Das war's? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das war erst der Anfang, oder? Shit. Das war wirklich erst der Anfang. Oh Gott. Und jetzt habe ich halt keine Bomben mehr hier. Jetzt kommen die Affen. Yay! Er hat eine Bombe dabei. Finde ich toll. Nein! Ja! Ah, shit. So soll es natürlich nicht sein. Aua, verdammt. Ich weiß nicht, was ich zu tun habe mit einer, was auch immer. Aber, ne? Erstmal machen. Oh komm. Ja, Bombe hat's erwischt. So, das haben wir auch. Na, jetzt du da. Komm her. Ich werf zwar wie ein Mädchen, aber komm her. Shit. Ah, warte. Nein, das war auch verkehrt. Ich weiß, wie ich es machen muss. So wie ich das schon ein, zwei Mal gemacht habe. Nein, zurück. Einmal Bombe. Und dann das Maul. Komm, attackieren. Dass man attackieren muss, nochmal üben. Jetzt holt er wahrscheinlich seine anderen Köpfe nochmal raus. Genau. Oh shit, was ist das denn?
Okay. Oh, ist auch schön gemacht. Warte, kann ich? Kann ich? Kann ich das hier auch wieder verbinden? Und dann mit dem Kopf. Ja, das geht. Okay, das ist wesentlich weniger selbstmordfördernd. Ja gut, hätte... Wäre die Bombe jetzt nicht zerschlagen worden, dann hätte es auch funktioniert. Nein! Ah, verdammt. Jetzt kriege ich die Bombe. Nein, ich will sie gar nicht. Geh weg. Na, jetzt schlägt sie wieder irgendwo an. Nee, doch nicht. Okay. Rein an Speck. Das war's. Das war's. Critical Hit. Wunderbar. Und damit verschwindet jetzt auch diese komische Verseuchung aus dem Wasser. Alles ist wieder okay. Glaube ich. Was ist das? Hehehe, gut gemacht. Das ist es, was ich gesucht habe. Das Ding hier ist ein Schattenkristall. Die Lichtgeister nennen das wohl die dunkle Macht. Genau. Hat denn der Lichtgeist nicht gesagt, mit dieser dunklen Macht könnten wir irgendwie die Welt retten? Das wird zerstören. Ob das wirklich so einfach ist? Und ob das hier wirklich reicht? Hehehe. Es gibt insgesamt 3 Schattenkristalle. Über die übrigen wissen bestimmt die anderen Lichtgeister Bescheid. Und wenn du die restlichen 2 hast, werde ich dir auch sagen, was es mit den Schattenkristallen eigentlich auf sich hat. Gib dir also Mühe, sie zu finden. Hehehe. Verschwenden wir also keine Zeit. Noch 2 gibt es. Gehen wir sie suchen. Aber vor, nichts wie raus hier. Und den Herzcontainer von deinem geschlagenen Gegner, den solltest du mitnehmen. Okay. Wir kriegen einen neuen Herzcontainer. Dadurch erhöht sich die Zahl meiner Herzen um 1. Yay, 4 Herzen. Und wir haben sogar fast schon genug. Was? Willst du wirklich weg von hier? Bist du sicher, dass du nichts vergessen hast? Ja, ich habe alles abgegrast. Alles. Alles weg. Spiel speichern, sehr gerne. Wir haben jetzt wie lange gespielt? 6 Stunden und den ersten Dungeon fertig. Halleluja, wir werden lange brauchen. Mammut, edler Held. Noch immer gibt es in Hyrule Orte, die von dunklen Schatten umhüllt sind. Verlasse den Wald und wende dich nach Osten. So gelangst du in das Gebiet, das der Lichtgeist Eldin beschützt. Dort wirst du jene finden, die du suchst. Aber auch dieses Gebiet ist von dunklen Wolken umhüllt und wird von den Schatten regiert. Sei dir bewusst, dass du wieder die Gestalt eines Wolfes annehmen wirst, wenn du es betrittst. Also von den Göttinnen auserwählter Held, verlasse diesen Wald und gehe nach Osten in das Gebiet Eldin. Toll, was? Das wird uns die Suche viel leichter machen. Und die anderen Lichtgeister willst du natürlich auch retten, oder?
Mach dir keine Sorgen. Ich werde mich schon um dich kümmern, wenn du wieder zum Wolf geworden bist. Also finden wir erstmal den Eingang zu den Schatten. Wenn du dort bist, helfe ich dir schon. Hihihi, man sieht sich. Gut, ich würde aber ganz gerne nochmal ganz kurz ins Dorf zurück. Weil ich jetzt nicht weiß, ob die jetzt im Dorf jetzt irgendwie nochmal was Tolles haben und dann sagen so, wow, hast aber krasse grüne Rüstung, boah, wo hast denn die her? Wow. Und wieso trägst du denn das Schwert? Ach ja, du wolltest es ja nach Hyrule bringen, hast es immer noch hier hingebracht. Weißt du sowas? Da wollte ich nochmal gucken. Vielleicht gibt es auch irgendwo nochmal einen Herzcontainer. Man weiß ja nicht. Dann muss ich noch Epona holen. Mit der halt von dannen düsen. Ja, ja, so ist das. So. Dann kommen wir doch hoffentlich mal so langsam da hinten an. Wo ich ankommen möchte. Orden. Ich bin wieder da, wenn auch. Hey. Und laufe einmal gegen jemanden, der ist toll. Hier ist ja niemand mehr, die Kinder sind ja alle weg. Die sind alle weg, alle. Restlos. Mal sehen, was sagt denn der jetzt? Hallo? Mahmut, da bist du ja wieder. Hast du schon gehört? Die Kinder, die wurden entführt von Monstern. Das Dorf ist so schrecklich ruhig ohne die Kinder. Ach, scheiß auf die Kinder. Na gut, vielleicht nicht wortwörtlich nehmen, ne? Aber... Mahmut, du bist also noch am Leben. Und du weißt auch nicht, wo die Kinder sind. Irgendwelche Monster haben sie entführt. Ich, ja, die Kinder alle. Mo ist verletzt, deshalb hat sich der Bürgermeister auf die Suche gemacht, aber er ist auch nicht mehr der Jüngste. Bitte, Mahmut, du musst helfen, die Kinder zu finden. Okay, was liegt denn eigentlich für Werkzeug rum? Achso, Kartenwerkzeug, okay. Gut. Dann schauen wir uns doch hier auch nochmal ein bisschen um. Mal sehen, wie es hier im Dammchen geht und so. Wir können ja als Mensch halt auch wieder Türen öffnen. Guten Tag. Mahmut. Gut. Gut, dich zu sehen. Zumindest bist du wohl auf. Was ist denn los? Du hast dich bestimmt gewundert, wie ruhig es hier im Dorf ist, oder? Während du weg warst, haben die Dämonen das Dorf überfallen. Vielleicht hast du es ja auch schon gehört. Nein, eben nicht. Die Kinder, die haben ja sonst immer Krach gemacht. Jetzt kannst du nichts mehr hören. Hier, ja. Sie wurden alle entführt. Und verführt. Bestimmt auch. Ich dachte schon, dich hätten sie auch erwischt. Ah, das muss ich unbedingt auch Mo sagen. Aber er hat sich ein wenig hingelegt. Hauptsache, du bist so gesund und wieder bei uns. Sicher werden alle sich freuen, wenn du bei ihnen vorbeischaust. So, Mo ist ziemlich hinüber. Monster. Mein Schwert. Was ist mit deinem Schwert? Kann ich das haben? Aber Mahmut, dieses Schwert. Einer der Dämonen hat es Mo gestohlen und jetzt bringst du es zurück? Unglaublich. Bei dir ist es sicher in guten Händen. Also behalte es einfach noch eine Weile. Vielleicht wird es dir ja auch noch nützen. Also Mahmut, komm bald wieder und bring gute Neuigkeiten ins Dorf. Ja, nicht, dass ich das Schwert geklaut hätte oder sowas. Nein. Wer kommt denn auf so eine Idee? So, im Bürgermeister ist bestimmt hier immer noch nichts offen. Da ist, der ist ja auch unterwegs, um die Kinder zu finden. Ja, da komme ich nicht rein. Okay, und bei der Farm? Gibt es da vielleicht ein Herzteil zu gewinnen oder sowas? Für Ziegen ganz toll einreiten? Man kann ja mal fragen. Da hinten steht er.